Guten Abend, wenn es ist. Gute Reise, wenn ich Sie einlade zu einem Ausflug nach Paris mit mir. Die Welt des Musicals ist groß und weitläufig. Altmodisch im besten Sinne des Wortes ist der Gigi mit seinem Boulevardkomödien-Flair. Ein gutes Beispiel für Patina, die nach wie vor glänzt. Sie heißt Gigi und ihretwegen sind wir hier. Gigi ist Gigi und damit basta. Ein melodienreiches Geplänkel und Märchen und ein natürliches Gör mit gutem Herz, etwas verloren in einer verknöcherten Gesellschaft. Genauso liebevoll verstaubt wirkt das Musical auch. Ich finde es auch schön, dass das wirklich alles klassisch gemacht wurde. Man kann es, glaube ich, auch nicht wirklich anders machen. Und ich glaube auch, dass man das sehen will, wenn man Gigi kennt, wenn man die Geschichte kennt, um 19. Jahrhundert. Man will diese Kostüme sehen, man will dieses Flair spüren, dieses Paris und... Ja, das finde ich schon gut, dass das so gemacht wurde. Warum sind wir etwas anderes? Sie sind Schwachköpfe und langweilig. Und außerdem sind Sie verheiratet. Aber ich glaube, das verstehst du noch nicht. Und wir heiraten nicht? Danke, Marita. Großmama, kann ich auch ein Glas Champagner haben? Hast du den Verstand verloren? Irgendwie konnte ich mich mit der Gigi ziemlich schnell identifizieren. Also dieses junge Mädchen, das da irgendwo in diesen Konventionen gefangen ist und eigentlich nichts will als Freiheit. Du hast eine unmögliche Nase, einen ausdruckslosen Mund und deine Backenknochen liegen viel zu hoch. Aber mit dem Rest von dir... Ich suche immer, wo verstehe ich die Gigi wirklich an und wie passt die Figur auf mich und wie passe ich auch auf die Gigi. Und irgendwie im Laufe der 6 Wochen gleichen wir uns dann an, bis wir dann eine Figur werden. Siglinde Feldhofer ist blutjung und mit natürlichem Ehrgeiz gesegnet. Klassisch ausgebildet ist Musical ein Ausflugsziel, ein Genre mit Tücken. Tanz? Ja, Tanz ist nicht so meine Stärke. Nein, also Tanz beim klassischen Gesang ist keine Tanzausbildung dabei. Das wäre dann wirklich, wenn man Musical-Ausbildung macht, macht man effektiv Tanz und das war bei uns nicht dabei. Ich versuche mich möglichst wenig blöd anzustellen. In dem Fall kann ich mich ja blöd anstellen, weil ich habe ja erst Tanzunterricht. Also da kommt es mir wieder entgegen, das Stück. Als Ensemblemitglied in Graz kann sie sich in geschützter Werkstatt ausprobieren. Ein Musical wie Gigi bietet als leichte Muse mit technischem Anspruch die ideale Bühne.